Herzlich willkommen nach 5000 Versuchen gefühlt. Am Ende wird alles gut. Ja, genau. Herzlich willkommen an alle, die jetzt schon als Gäste mit in den Chat kommen. Vielen Dank, Matthias, dass du zu uns kommst, dass du Data Science Klar, gerne Masterclass doch. besuchst, dass wir die Gelegenheit haben, uns auch ein Stück weit halt über das Thema E-Rezept nochmal zu unterhalten. Es hat mich sehr gefreut, weil das war wirklich, es war eine spontane Aktion, ich gebe es zu. Finde ich gut. Passt doch. Aber wie gesagt, würdest du dich einfach mal kurz, ich habe jetzt einige dabei, die kennen die bestimmt, aber es sind bestimmt einige dabei, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und dann gehen wir sofort ins Thema, oder? Super, machen wir genauso. Hi zusammen, ich bin Matthias Miewes, ich bin Bundestagsabgeordneter und bin in den Ausschüssen für Gesundheit und Digitales. Und ich darf mich die ganze Zeit mit allen Themen rund um Digitales und Datennutzung im Bereich Gesundheit und Pflege beschäftigen, unter anderem mit dem E-Rezept. Und deshalb haben wir gesagt, unterhalten wir uns heute mal zum E-Rezept und all dem, was euch damit umtreibt. Ja, genau. Und es trieb sie wahnsinnig um. Also wir haben ja Anfang Januar einen riesengroßen Deep Dive gemacht mit Social Media, um einfach mal zu schauen, was passiert gerade, wie reagieren auch unsere Community-Mitglieder und wie reagieren überhaupt viele Menschen aufs E-Rezept. Und ich habe jetzt mal zum Einstieg eine Frage, weil die habe ich schon ganz oft erklärt, aber vielleicht glaubt es mal jemand, wenn es jemand anders erklärt. Weil es gab also die Diskussion, EPA und elektronische Gesundheitskarte. Was ist das? Ich habe gesagt, Freunde, die EPA ist das, was auf dem Handy wohnt, quasi, und in der man eigentlich die Gesundheitsdaten speichert. Die elektronische Gesundheitskarte ist ein bisschen anders, aber es kommt immer wieder an die Forderungen in der Community. Ich will meine Röntgenbilder auf der elektronischen Gesundheitskarte haben. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Und im Übrigen, das wäre auch nicht die beste Lösung. Denn die elektronische Gesundheitskarte ist am Ende sowas wie ein Schlüssel. Dieser Schlüssel kann genutzt werden, um zum Beispiel sein E-Rezept in der Apotheke einzulösen oder auch, um sich irgendwo auszuweisen, zu identifizieren oder auch später, um Zugang zur digitalen Patientenakte zu bekommen. Das heißt, die EGK, die elektronische Versichertenkarte, ist ein Schlüssel, aber der Ablageort für Daten, das ist die digitale Patientenakte, die EPA. Dort sind die Daten dann auch gespeichert, sodass am Ende nicht nur ich da reingucken kann, sondern auch meine Ärztin, mein Apotheker, also diejenigen, die sich um meine Gesundheit kümmern. Ja, genau. Und da sind wir schon beim Schlüssel, elektronische Gesundheitskarte und E-Rezept. Wir haben in der Community sehr oft festgestellt, was sind das eigentlich für Formate? Ich glaube, das hat sie mittlerweile einigermaßen erklärt, weil es war am Anfang wirklich so, was brauche ich jetzt eigentlich fürs E-Rezept? Also wie komme ich jetzt an mein Rezept, wenn es doch das Papier nicht mehr gibt? Also den rosa Wisch, den man vom Arzt nur in die Hand gedrückt bekommen hat. Es war aber richtig, entweder das E-Rezept, also die elektronische Gesundheitskarte, der QR-Code ausgedruckt, falls notwendig. Und ja, damit geht es eigentlich schon. Eine der Fragen war, E-Rezept erhalten. Teilweise scheinen E-Rezepte auch bis jetzt, das haben wir auch gesehen, nicht mehr unbedingt zeitnah in den Apotheken vorzuliegen. Gibt es technische Probleme oder liegt es vielleicht am Arzt, wenn der sagt, lass da bitte 24 Stunden Zeit, bevor du das E-Rezept jetzt mit deiner Karte hier einlöst? Ja. Weil das haben wir ganz oft gehört und das ist natürlich blöd, wenn man mal schnell ein Rezept und sein Medikament haben will und muss dann einen Tag warten, bis das was wiederkommt. Also, im Großen und Ganzen muss man sagen, funktioniert das E-Rezept gut. Es ruckelt hier und da mal, aber das Ding läuft im Großen und Ganzen stabil. Wenn euch eure Ärztin oder Arzt sagt, hey, warte besser einen Tag, bis du dein E-Rezept abholst, dann muss ich sagen, liegt es meistens entweder am Arzt oder der Ärztin oder an der Software, die in dieser Praxis genutzt wird. Denn es ist so, dass die Ärztinnen und Ärzte die sogenannte Komfortsignatur haben. Das heißt, in dem Moment, wo sie etwas verschreiben in der Praxis, können sie das E-Rezept sofort freischalten, sodass es in allen Apotheken abgeholt werden kann in Deutschland. Das ist sofort möglich über diese Komfortfunktion. Nur das Problem ist, einige Ärzte wissen scheinbar noch gar nicht, dass es diese Funktion gibt.
Deshalb brauchen Sie diese Info noch von Ihren Verbänden oder Sie nutzen diese Funktion aus verschiedenen Gründen nicht, weil vielleicht Ihre Software veraltet ist und kein Update gemacht wurde. Da gibt es verschiedene Gründe. Aber diese Komfortfunktion, die gibt es beim E-Rezept und jeder Arzt, jede Ärztin, die das nutzt, kann sofort das E-Rezept für dich als Patient oder Patientin freischalten. Das heißt, an der Technik liegt es nicht. Super. Du hast jetzt gerade schon was angesprochen, das kam auch ganz oft. Ja, muss ich denn jetzt in meine Stammapotheke gehen oder kann ich jetzt quasi also ich wohne ja in Niederbayern, nach Berlin reisen und da mein E-Rezept einlösen oder muss ich jetzt trotzdem zu meiner lokalen stationären Apotheke gehen? Ich glaube, es ist immer nötig, oder? Also jeder kann die Apotheke besuchen, wo er will. Man kann entweder zu der Apotheke gehen, die direkt neben der Arztpraxis ist, oder man geht in die Apotheke, die im Heimatort ist, oder man geht zu einer ganz anderen Apotheke. Das ist völlig egal. Das E-Rezept ist überall abrufbar. Und ich will dich noch ergänzen, denn es gibt sogar drei Wege, mit denen man das E-Rezept einlösen kann. Erstens mit der Versichertenkarte, zweitens mit dem ausgedruckten QR-Code und drittens kann man es über die App des E-Rezeptes der Gematik machen. Die drei Wege gibt es und demnächst gibt es sogar noch eine vierte Möglichkeit, wo man dann einfach die Versichertenkarte aufs Handy halten kann und damit dann das E-Rezept einlösen. Diese Wege gibt es. Das ist dann der sogenannte Cardlink, der ja ein bisschen in der Diskussion ist im Moment. Das ist ja sehr spannend, finde ich. Ich verfolge das ja schon. So von wegen Cardlink, ist das jetzt cool oder ist es nicht cool? Die einen beschweren sich, die anderen finden es total toll. Wo stehen wir denn da gerade? Ja, es ist so, dieses Cardlink-Verfahren mit der Versichertenkarte aufs Handy halten, das ist jetzt erstmal zugelassen worden. Es wird aber noch ein paar Monate dauern, bis es auch wirklich funktioniert, bis es gebaut ist, bis es programmiert ist. Das heißt, im Moment kann man es nur nicht nutzen. Das kommt demnächst. Und die Sicherheit wurde teilweise kritisiert. Ich muss aber dazu sagen, dass die Sicherheit geprüft wurde. Und zwar haben der Bundesdatenschutzbeauftragte und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das sind die zwei verantwortlichen Stellen, gesagt, wir haben das Ding geprüft, das ist sicher. Das wird es auch nicht auf immer und ewig geben. Aber für aktuell ist das Ding gut und deshalb wird es eingeführt. Okay, wir haben da auch schon eine Frage im Chat und zwar von Tohuwabohu. Da wird gefragt nach den Online-Apotheken und wie es denn da läuft. Da war eben der Cardlink schon, jetzt ist der Link, ne? Der Link zu den Online-Apotheken. Aber wenn jetzt jemand sein E-Rezept nicht in der stationären Apotheke einlösen möchte, sondern bei der Online-Apotheke, geht es ja auch ganz einfach, oder? Lösewege. Das eine ist, wenn man seinen QR-Code abfotografiert und den dann an die Online-Apotheke schickt, natürlich digital, das geht. Und das zweite ist, über die App, über die E-Rezept-App, kann man das E-Rezept auch bei der Online-Apotheke einlösen. Und der dritte Weg demnächst wird sein, dass man dann mit der Versichertenkarte, wenn man die aufs Handy hält, auch über die App der Online-Apotheke sein Rezept einlösen kann. Das heißt, im Moment gibt es zwei Wege und der dritte Weg für die Online-Apotheke kommt in den nächsten Monaten. Da dürfen wir ja gespannt sein. Da werden wir ja total komfortabel unterwegs sein, wenn wir unsere Medikamente abholen wollen. Ich finde das gut. Wir haben eine wichtige Frage gehabt, die kam ganz oft. Was ist denn, wenn ich jetzt für einen Angehörigen was einlösen will? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt einen Patienten zu Hause, der kann halt jetzt mit seinem E-Rezept nicht selber in die Apotheke gehen und sich die Sachen abholen. Ich meine, früher war es einfach, man hat das Rezept halt einfach in der Hand gehabt, ging zur Apotheke, klatschte das auf den Tresen und schon gab es ein Medikament. Aber wie kann man es denn jetzt takten, dass das auch überprüft wird, dass das der richtige Patient quasi mit dem richtigen Medikament zusammengeführt wird? Das Ja. kam ganz oft zu pflegende Angehörige. Ja, also es ist eigentlich gar nicht viel anders als vorher. Du hast es ja richtig gesagt, Birgit. Vorher hat man das Papierrezept mitgenommen, der Angehörige, der Verwandte, der Bekannte, der Freund und hat es eingelöst. Jetzt kann ich entweder den QR-Code auf dem Ausdruck mitnehmen und kann es abholen für diese Person oder ich kann die Versichertenkarte mitnehmen und es für die Person abholen. Das heißt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man sich helfen lässt und von anderen Personen das abholt.
Aber wie stellen die dann sicher, dass die Karte auch zu dem passt? Also ich meine, der Apotheker muss ja den Patienten erkennen. Das kam nämlich ganz oft so von wegen, ist es dann sicher? Ja. Also Also da frage ich mal zurück, wie wurde es denn bisher überprüft? Gar nicht. Ach, oh, das Ach. ist eine erstaunliche Erkenntnis. Jawohl, ne? Also was Nein, ich es ist damit aber sagen tatsächlich will, so. es ist immer so lustig, weil immer wenn wir was Digitales machen, dann wird immer gefragt, wie können wir denn alles ausschließen und Ja, ja. 150% sicher machen? Und dann frage ich, na, wie war es denn ohne es digital? Ja, da war alles unsicher, aber da war halt so. Aber jetzt muss das so sein. Also, es Ja, ist nicht okay. unsicherer als vorher. Okay. Und wie ist es, wenn ich mein EGK verliere? Also, ich meine, es passiert einem ja mal, ich als kreativer Chaot, ich neige dazu, Dinge zu verlieren. Die elektronische Gesundheitskarte ist, ich weiß nicht wo. Und ich war so, ich habe mein E-Rezept in der Apotheke schon, also quasi schon in der Telematik-Infrastruktur gespeichert, abholbereit quasi. So, EGK ist weg. Ich kann jetzt aber nicht zum Arzt, um mir einen QR-Code zu holen. Und wahrscheinlich muss ich die elektronische Gesundheitskarte doch erstmal sperren lassen oder Ja. so, damit da nicht irgendwer unbefugter Zugriff erfolgt, Genau, oder? also da wäre auch meine Frage, was hättest du denn früher gemacht, als du dein Papierrezept verloren hast? Ja, ich war zum Doktor gegangen und hätte es mir nochmal geholt. Ah ja, genau. So, und das geht auch heute so. Heute ist es nämlich so, wenn du wirklich deine EGK verlierst, dann kann man die dann natürlich neu beantragen. Das wird ein paar Tage dauern, das ist so. Aber in der Zwischenzeit kann man sich von dem Arzt oder der Ärztin einen QR-Code ausdrucken lassen und bekommt damit sein Rezept. Und das ist im Übrigen ein Vorteil vom E-Rezept. Nur weil ich die Karte verliere oder einen Ausdruck verliere, ist das E-Rezept trotzdem sicher auf dem E-Rezept-Server gespeichert. Es ist weiterhin da, es geht nicht verloren. Ich muss mir einfach einen anderen Schlüssel holen, um es abzuholen in der Apotheke. Und Schlüssel ist entweder die EGK, der QR-Code-Ausdruck oder ich kann die App benutzen. Deshalb habe ich immer mindestens drei Möglichkeiten, das E-Rezept einzulösen. Und wenn mal eine Möglichkeit nicht da ist, verloren wurde, nicht funktioniert, habe ich immer noch zwei andere Möglichkeiten. Das finde ich ist schon eine Verbesserung. Ja, das ist die Lösung für kreative Chaoten, die dazu neigen, was zu verlieren. Das finde ich gut. Ja. So gesehen, ne? Ich habe noch eine andere Frage, die kam auch von vielen Damen. Und zwar von Damen, die ja zum Beispiel die Anti-Baby-Pille bekommen. Die gibt es ja immer noch auf Privatrezept. Ich weiß, ich habe Recht auf ein E-Rezept, auch wenn ich ein Privatrezept bekomme vom Arzt, als GKV-Versicherte. Also, wir müssen ja dazu sagen, gesetzliche Krankenversicherung. Wie ist denn das dann? Gibt es das E-Rezept? Weil zum Beispiel mein Arzt hat es verweigert. Er hat gesagt, ah, also die Pille, also die und diese Privatrezepte, die schreiben wir ja grundsätzlich immer nur auf Papier aus. Wie ist es denn? Gibt es das Privatrezept für die Damen, die die Pille nehmen oder irgendwas anderes auf Privatrezept haben oder auch die Patienten, die irgendwas brauchen, jetzt als E-Rezept oder brauche ich weiterhin auch Papier? Ja, nee, also auch die Dinge gibt es als E-Rezept und du hast ja schon richtig gesagt, das E-Rezept ist seit 1. Januar auch verpflichtend. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte dürfen eigentlich nicht mehr Nein sagen. Sie müssen das anbieten und sie müssen das ausstellen. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Verweigerungshaltung, die es vielleicht im letzten Jahr hier noch da gab, schon massiv nachgelassen hat. Also ich habe den Eindruck, es gibt wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenige, die sich so komplett weigern, aber die allermeisten, die machen jetzt auch mit. Ich weiß, das ist manchmal nicht ganz einfach, weil man muss sich umstellen, man muss Software-Updates machen, man muss auch in seinem Team vielleicht mal eine Schulung mitmachen. Ja, das ist alles anstrengend, aber die allermeisten sind jetzt dabei, haben sich da durchgekämpft und machen jetzt auch E-Rezepte. Wir haben eine Frage im Chat und zwar, da geht es um Folgerezepte, müssen im neuen Quartal wohl immer noch durch Einlesen, also Anwesenheit in der Praxis erfolgen. Das heißt also einmal im Quartal zum Arzt, Karte stecken, Rezept abholen. Folgerezepte in dem Fall. Ja, es ist so, das muss man nicht mehr. Denn beim E-Rezept reicht es tatsächlich aus, wenn man einmal im Jahr nur in der Praxis ist. Und dann ist es möglich, das ganze Jahr über E-Rezepte, Folgerezepte, mehrere E-Rezepte rein digital auszustellen. Sogar auf Vorrat. Ein Arzt oder eine Ärztin könnte zum Beispiel sogar für das ganze Jahr die E-Rezepte schon hinterlegen digital, sodass sie dann Schritt für Schritt bei verschiedenen Apothekenbesuchen auch abgerufen werden. Das heißt, das E-Rezept macht es möglich, dass man eigentlich nur noch einmal im Jahr in die Praxis muss.
So, was passiert jetzt aber? Es ist leider trotzdem so, dass viele Ärztinnen und Ärzte sagen, kommt trotzdem jedes Mal in die Praxis. Das hat aber nichts mit dem E-Rezept zu tun, sondern mit der Bezahlung der Praxen. Denn eine Ärztin oder Arzt in der Praxis bekommt nur Geld von der Krankenversicherung, wenn der Patient oder die Patientin auch einmal mindestens im Quartal in der Praxis war. Und deshalb sagen die Inhabenden der Praxen, komm bitte trotzdem in die Praxis, damit sie ihre Vergütung bekommen. Und das ist aus meiner Sicht Quatsch, weil es sind unnötige Wege, es ist unnötig Zeit für die Praxen. Und deshalb habe ich mich auch dafür stark gemacht, das macht jetzt auch der Minister, dass wir sagen, wir wollen die Vergütung der Ärztinnen und Ärzte umstellen, dass die kein Geld verlieren, wenn die Leute nicht jedes Quartal kommen. Und ich glaube, das wäre sinnvoll für alle, weil wir haben alle genug zu tun, insbesondere die Leute, die in Praxen arbeiten. Da müssen wir nicht noch unnötig Leute in die Praxis schicken, die das eigentlich nicht bräuchten. Ja, verstehe. Also das war eine Frage, die kam ganz oft, weil natürlich ist man, wenn man regelmäßig auf Medikation ist, muss man natürlich auch regelmäßig seine Medikamente haben. Und wenn man dann jedes Mal los muss, um schnell mal das Rezept abzuholen, ist das so eine Sache. Man, abgesehen davon, macht man ja, ich würde jetzt mal sagen, als verantwortungsvoller Mensch mit einer chronischen Erkrankung seine Termine trotzdem auch, weil man muss ja einfach auch kontrollieren und schauen, ob sich was verändert im Krankheitsgeschehen. Und das ist ja eine andere Thematik. Wie ist denn das eigentlich so mit BTM, also mit Physiotherapie oder Heilmitteln? Die gibt es ja im Moment nur auf Papier. Ist da Betäubungsmittel, ist da vorgesehen, dass das irgendwann jetzt in dem Jahr noch elektronisch wird, also Ja, per E-Rezept kommt? also es ist richtig, das Heil- und Hilfsmittel, das ist ja ein ganz großer Bereich, den gibt es im Moment noch nicht als E-Rezept. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir das nicht wollen oder die verantwortlich keinen Bock haben, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass wir nicht alles auf einmal hinbekommen. Ja, das Thema Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, das ist so groß, da gibt es so viele Dinge und wir Ja. haben es einfach nicht geschafft, vom ersten Tag an schon alle Sachen digital da drin zu haben. Und deshalb brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, um die ganz große Auswahl, weil das sind am Ende zehntausende verschiedene Sachen, die es da gibt an Heil- und Hilfsmitteln, die alle noch standardmäßig digital zu hinterlegen. Das kommt, aber wir werden dafür noch einige Monate brauchen, um das vorzubereiten. Also in diesem Jahr wird es nicht mehr fertig, aber das Thema kommt in den nächsten 2 plus minus Jahren, dass wir dann auch die Heil- und Hilfsmittel alle digital bekommen. Wir haben da einen Kommentar von Michi Jäger, unterstrich Breitenbach. BTM startet voraussichtlich im Herbst im Pilotverfahren. So. Sehr gut, auch nochmal eine gute Info. Vielen Dank nach Breitenbach. Also, wir haben hier Auskünfte, wir haben Fachmenschen im Chat. Gut. Wir haben die letzte Minute, oder wie lange hast denn du noch Zeit, ne? Genau, also wir haben Okay. ja am Anfang ein bisschen länger gebraucht. Wir können gerne noch 5 Minuten dranhängen, aber dann muss ich tatsächlich noch in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz, weil wir da noch Oh eine mein Gott, Sitzung haben heute oh Abend. mein Gott, du hast da einen Stress, oder? Wie ist denn das eigentlich, wenn man ein Rezept korrigieren muss? Wenn man jetzt feststellt, also früher hat man es ja beim Arzt bekommen, da hat man halt drauf geschaut, da stand dann drauf, Medikament XY in der und der Dosierung. Dann ist man in die Apotheke gelatscht und hat sich halt das Ding geholt. Wie ist denn das jetzt, wenn man früher halt diesen Fehler erfahren hat, sagt, pass mal auf, das ist aber vielleicht nicht die richtige Dosierung oder so, kannst du das nochmal ausbessern? Wie kann ich es denn jetzt überprüfen und ausbessern? Das war auch so eine, ja, ich sage jetzt mal, eine Frage, die auch ganz oft kam, gerade von chronisch kranken Menschen, die sagen, Genau, also dazu muss man sagen, dieses Thema kenne ich, dass die Leute zu mir gesagt haben, ey, früher, wenn ich in die Apotheke gegangen bin und dann hat die Apothekerin festgestellt, ah, da muss ich was ändern am Rezept, dann wird es oft einfach durchgestrichen, neu hingeschrieben und dann war es gut. So, und da muss man jetzt aber offen und ehrlich sagen, das war eigentlich gar nicht erlaubt. Das ist etwas, ja, das durfte eigentlich so gar nicht gemacht werden, aber es wurde die ganze Zeit so gemacht. Das war ein absoluter Graubereich, wenn man es freundlich sagt, war eigentlich nicht erlaubt. So. Und beim E-Rezept ist es so, generell bei digitalen Prozessen, dass das immer rechtssicher ist, weil man die Programme so geschrieben hat, dass man wirklich nur das machen kann, was auch wirklich 100% erlaubt ist. Das heißt,
Eine Apothekerin kann heute das E-Rezept nicht mehr ändern. So, und das führt natürlich erstmal zu Irritationen, wenn man kurzfristig was ändern will. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten, es zu regeln. Was möglich ist, dass zum Beispiel jetzt schon in der Apotheke, in der Arztpraxis angerufen wird und man sagt, hey, ich brauche folgende Änderung. Das kann dann in der Praxis vom Arzt oder der Ärztin direkt eingegeben werden. Und dann wird dieses neue E-Rezept auch sofort freigeschaltet. Das heißt, das geht. Und das Zweite, was wir uns jetzt im Moment angucken, was wir vielleicht die nächsten Wochen noch als Änderung hinbekommen, ist, dass wir schauen, gibt es denn Dinge, wo man sagt, wir geben explizit den Apothekerinnen und Apothekern das Recht, Dinge zu ändern. Weil wir ja wissen, das sind Leute, die kennen sich sehr gut aus. Wir haben sehr viel kompetentes Personal in den Apotheken und wir wollen ihnen auch beim E-Rezept die Möglichkeit geben, mehr Anpassungen zu machen. Das gucken wir uns im Moment gerade an, ob und wie wir das regeln. Ich habe den Vorschlag gemacht, den Menschen mehr Flexibilität in den Apotheken zu geben. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir jetzt einen guten Weg finden, diese Möglichkeit zu geben. Finde ich ja großartig, weil dann hat man auch als Patient mehr Sicherheiten, wenn mal irgendwas ist, dass man eine Frage hat, dass man da einfach nochmal eine Rückkopplung machen kann, wenn es mal notwendig wäre. Also man kennt ja sowieso seine Dosierung. Wir haben auch nochmal einen Kommentar aus Breitenbach. Wir dürfen bestimmte Sachen in Anführungsstrichen heilen, zum Beispiel fehlende Dosierungen. Phil Lur sagt, das neue E-Rezept sorgt dafür, dass es mit mehr Sicherheit läuft. Die Kollegen aus unserer Pflegeschule sind sehr zufrieden über diesen Weg. Also finde ich auch mal toll, dass man auch mal ein paar positive Reaktionen hat, weil wir haben uns, wie gesagt, sehr lang mit dem Thema auseinandergesetzt und nicht immer war es nett. Ich habe vorhin Caro gesehen, die Frauenpower mit MS, die hat also auch schon öfters mal ihr Rezept eingelöst und sie war sehr zufrieden. Sie hat am Anfang immer gesagt, hey, es läuft schon super bei mir. Also sie war eine der wenigen, die von Anfang an eigentlich schon richtig zufrieden waren. Ja. Nichtsdestotrotz, Und ich muss aber auch sagen, da muss ich nochmal ein Lob aussprechen. Ich finde, oft sind halt diejenigen, die sich beschweren oder meckern, viel, viel lauter als diejenigen, die auch was gut finden. Und was ich auch das gemerkt habe, stimmt. gerade beim E-Rezept positives Feedback gegeben haben, das waren die, die sich oft schon sehr früh vorbereitet haben. Also gerade die Apotheken waren in Summe viel, viel besser vorbereitet als viele Arztpraxen, muss man ehrlicherweise sagen. Stimmt, ja. Weil bei den Apotheken gab es super viele, die haben schon vor einem Jahr zu mir gesagt, ey, Herr Mives, wann geht's denn jetzt endlich los mit dem E-Rezept? Wir haben alles vorbereitet, wir haben die Geräte da, wir haben die Software, wir haben die Schulungen gemacht. Und wir mussten dann immer sagen, ja, tut uns leid, aber die Arztpraxen sind noch ein bisschen hinten dran. Die haben dann jetzt aufgeholt, aber wie gesagt, viele, die sich frühzeitig damit befasst haben, die das eingeübt haben, die sind auch von Anfang an sehr schnell damit zurechtgekommen. Und da hat es dann in der Tendenz auch besser funktioniert als bei denen, die auf dem letzten Drücker erst angefangen haben. Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt, meine Apotheke war vor 3 Jahren schon fertig. Die war sowas, die stand immer hinterm Tresen und war frustriert, weil sie gesagt hat, so, ich kann es immer noch nicht einlösen. Sag ich, ja, ich weiß schon. Wir haben uns immer digital ausgetauscht. Es war sehr erfrischend, aber jetzt, wo es es endlich gibt, jetzt sind wir alle irgendwie froh, dass wir es doch irgendwie machen können. Also das finde ich schon cool. Was zurzeit nervt, das höre ich wieder aus Breitenbach, ist der morgendliche Serverausfall. Ich finde es einmal spannend, jeden Morgen grüßt das Murmeltier auf X, formerly known as Twitter, gematik twittert. Hey, es funktioniert gerade wieder irgendwas nicht. Kann man davon ausgehen, dass das irgendwann ein bisschen stabiler wird? Ja, Wahrscheinlich, oder? kann man. Also dieses Problem kenne ich tatsächlich und das hat an der Stelle leider auch wieder nichts mit dem E-Rezept direkt zu tun, denn wir haben viele unterschiedliche andere Systeme, die am E-Rezept dranhängen. Und in dem Fall ist es ein Apothekensystem. Es gibt ungefähr vier große Anbieter von Apothekensystemen in Deutschland und einer davon, der hat seit Wochen massive Probleme. Und deshalb haben wir jetzt auch mittlerweile ein paar verschiedene Teams losgeschickt, die helfen diesem Dienstleister, dass er das in den Griff bekommt. Das ist nicht ganz einfach, aber wir sind zuversichtlich, dass das in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen auch gelöst wird. Ich weiß, das ist ein schlimmes Ärgernis, vor allem wenn man morgens früh viel Betrieb hat in der Apotheke und dann streikt auch noch der Server. Das ist mega nervig. Ich kann auch verstehen, wenn die Mitarbeitenden da sagen, hey, kümmert euch. Machen wir auch. Wie gesagt, das ist ein Problem von einer privaten Firma, die muss es lösen, aber wir haben alle Unterstützung losgeschickt, um dem dabei zu helfen. Wer ist
ist es eigentlich so generell mit die ganzen technischen Teile? Wenn jetzt der Server streikt, dann kriege ich ja mein E-Rezept nicht raus, beziehungsweise ich kriege mein Medikament nicht. Was aber dann, wenn ich es brauche? Ja, also es gibt da immer noch Möglichkeiten, es trotzdem zu bekommen, weil wir haben ja eben gerade auch schon gesagt, es gibt immer erstens verschiedene Wege, es einzulösen. Es gibt auch zur Sicherheit als Backup immer noch das Papier. Und wir haben auch nicht nur, sage ich mal, einen Server, der da im Hintergrund läuft, sondern mehrere. Das heißt, es gibt immer eine gewisse, die Techniker nennen das Redundanz. Man kann auch sagen, es gibt quasi eine mehrfache Infrastruktur. Wenn ein Baustein mal wegfällt, dass es immer noch zwei, drei andere Bausteine gibt, die einspringen. Ja, Und das ist ja wichtig, ne? Birgit, die Diskussion mit dir macht mir super Spaß, aber ich muss mich tatsächlich langsam verabschieden, weil ich ansonsten zu spät komme und Anschiss bekomme, dass ich heute Abend die Sitzung zum Thema Rente zu spät beginne. Aber das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ist ein sehr wichtiges Thema. Da machen wir es jetzt einfach so. Du kommst wieder. Ha. Sehr gerne. Wir würden, nein, ich würde mich echt freuen, weil ich glaube, das ist das ganz ein wichtiger Teil für Aufklärung für die Menschen da draußen. Und ansonsten sage ich jetzt einfach ganz herzlichen Dank für jetzt. Geh du einfach zu deiner Rentendiskussion. Ja, mache ich. Und einen schönen Abend und ich sage jetzt einfach mal ganz herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bleibt uns gewogen, wir kommen wieder mit dem nächsten Live und dieses Live werden wir versuchen auf unseren YouTube-Channel zu stellen, einfach um es nochmal zum Nachschauen für die zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht kommen konnten. Wir hatten nämlich schon jede Menge Anfragen. In diesem Sinne, Super, ich danke herzlichen dir, Dank. danke euch, bis bald, Bis ne? bald. Ciao. Ja, tschüss. Okay, ja, das war jetzt kurz und knackig mit einigen technischen Problemen. Ich sage danke an euch alle. Wir werden schauen, dass wir zum nächsten brennenden Thema wieder jemanden finden, der mindestens genauso einen coolen Live-Talk macht mit uns wie jetzt der Matthias Mievers. Ansonsten, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, bitte kommt gern auf uns zu. Wir werden versuchen, die zu beantworten. In den nächsten Tagen kommt ein Blogpost, auch nochmal zum E-Rezept, auch mit dem Link zum aufgezeichneten Interview für euch. Da könnt ihr auch nochmal in Ruhe ein bisschen reinschauen. Und wie gesagt, teilt uns, folgt uns und bleibt uns gewogen, damit wir einfach auch in Zukunft weiter über Gesundheitsdaten sprechen können und die Diskussionen auch ein bisschen nach außen tragen, damit wir auch wissen, was in der nächsten Zeit passiert und vielleicht auch, was die anderen wissen müssen von euch, von den Nutzern. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend jetzt und bis bald. Ciao, ciao.